Cairns ist ein regionales Zentrum im tropischen Norden von Queensland. Hier oben können Sie erleben die vielfältige Natur, den Regenwald, die Strände und natürlich das große Great Barrier Reef. Sie werden hier oben immer mit einem deutschsprachigen, erfahrenen, lokalen Tourguide unterwegs sein, der Ihnen die faszinierende Schönheit dieser Gegend beibringen kann. Vögel, Schlangen, Krokodile und natürlich nicht zu vergessen die Kängurus. Aber neben dem wilden Leben, den wir hier haben, haben wir natürlich auch die fantastische Aborigine-Kultur. Ihre Coranda Dreaming Tagestour beginnt mit dem Abholen der Gäste vom Hotel. Ihr erster Stopp an der Seilbahn geht über 90 Minuten. Sie werden ca. 45 Minuten über die Baumwipfel schweben. Dort haben Sie ca. 2,5 Stunden Zeit, wo Ihr Guide Ihnen die Vorzüge des kleinen Ortes Coranda zeigt, die Märkte, die historischen Märkte, den Koala-Garten, den Vogelpark oder zum Beispiel eine Schmetterlingsfarm. Zu einer vereinbarten Zeit treffen Sie Ihren Guide wieder und er begleitet Sie zur Rainforest Station, wo Sie dann ca. 30 Minuten Aborigine-Tänze sehen werden und danach haben wir unseren eigenen Aborigine-Guide, der uns Bumerang schmeißen zeigt, Didgeridoo spielen und eine Speerwurf-Demonstration. Optional können Sie dann auch noch den historischen Zug zu buchen, der Sie dann zur alten historischen Zugstation bis nach Freshwater wiederbringt. Von dort geht es dann wieder mit dem Bus zurück nach Palm Cove ins Hotel. Ihr Rifftag ist etwas sehr Besonderes. Heute werden Sie mit einem großen Katamaran auf das Barriereriff raussegeln. Dort haben Sie die Möglichkeit zu schnorchen, auf der Sandinsel die Vögel zu beobachten, mit einem halben Unterseeboot zu fahren, um die Korallenwelt und Fischwelt näher zu erleben. Wir müssen Sie allerdings darauf hinweisen, dass an diesem Tage kein deutschsprachiger Guide mit Ihnen unterwegs sein wird, sondern nur ein englischsprachiger, der sich natürlich trotzdem nach seinem besten Bemühen um unsere Gäste kümmern wird. Mittags erwartet Sie ein Buffet. Sie können den ganzen Tag über Kaffee, Tee trinken oder gegen kleines Entgelt auch ein Bierchen oder ein Gläschen Sekt genießen. Des Weiteren haben die Gäste auch einen Tag frei, wo sie Cairns auf eigene Faust erkunden können und werden dann von ihrem deutschsprachigen Guide am Abend wieder abgeholt. Ihre dreitägige Quinken-Regenwald-Safari startet mit dem Hotelabholung. Dann geht es über die große Wasserscheide in das tropische Hochland von Mariba zu einem kleinen Café in einer lokalen Kaffeerösterei. Von dort aus geht es nach Norden über den Mulligan Highway am Lake Mitchell vorbei, wo Sie kleine Wasservögel, Pelikane sehen können, alte Minenstätten, Mount Molloy, Mount Carbine, rauf zum Palmer River, wo damals 1873 der große Goldrausch begonnen hat. Am Nachmittag werden wir die ca. 20.000 Jahre alten Felsmalereien am Split Rock besuchen. Am späten Nachmittag erreichen wir dann die Mangambi Regenwald Lodge südlich von Cooktown, wo wir den Abend dann in entspannter Atmosphäre ausklingen lassen. Am zweiten Tag geht es Richtung Cooktown, an den Black Mountains vorbei, raus zum Archer Point, wo Sie eine fantastische Küstenlinie sehen können. Danach geht es ins Captain Cook Museum, über den Grassy Hill Lookout, über die Quarantänebucht und dann am Nachmittag sind wir wieder zurück in der Mangambi Lodge, wo Sie den Nachmittag in einer wunderschönen, tollen Atmosphäre hier in dieser schönen Natur genießen können. Der dritte Tag beginnt morgens um 7 zum Frühstück, dann um 8 Uhr machen wir uns auf und es geht den staubigen Bloomfield-Track Richtung Süden, wo wir etliche kleine Bäche und Flüsse überqueren müssen in den ältesten Regenwald der Welt, den Daintree-Nationalpark. Dort werden wir eine kleine Wanderung machen, wo wir Ihnen die Vielfalt der Fauna und Flora erklären werden. Ein kleines Mittagessen im tropischen Regenwald sowie eine Bootsfahrt auf dem Daintree-Fluss
wo wir mit etwas Glück ein Krokodil sehen können. Danach geht es an der Schwertfischküste über Port Douglas wieder zurück nach Palm Cove, wo dann die dreitägige Reise endet. Wenn die Gäste die Best of Australia Tour buchen, haben sie eine 6-Tages-Tour inklusive allen Transfers, Coranda-Tour, Riff und 3 Tage Regenwald. Plus einen Tag frei, wo sie Cairns genießen können. Alle Unterkünfte sind 3 oder 4 Sterne. Wo die Möglichkeit besteht, können sie auch auf 5 Sterne upgraden. Hier oben im Norden haben wir 2 ausgeprägte Jahreszeiten, die Trockenzeit und die Regenzeit. In der Regenzeit kann es zu Straßensperrungen durch Überflutungen kommen, wo wir dann den Tagesablauf individuell verändern müssen. Der Vorteil für Sie ist, wenn Sie mit Waratah Adventure Tours buchen, wir führen diese Reise jede Woche durch, 52 Abfahrten im Jahr mit Minimum 2 Gästen, Maximum 12 Personen. Ihre Gäste können abschalten, reisen komfortabel, sicher, können die entferntesten Gegenden in Australien erkunden, Regenwälder, Wüsten mit einem deutschsprachigen Guide. Wenn Sie eine unvergessliche Reise für Ihre Klienten und Gäste buchen möchten, buchen Sie bei Waratah Adventure Tours. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite oder rufen Sie uns an.